Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von How to Gold Cap. Dieses Mal geht es um den Juwelier bzw. um Sondieren mit dem Juwelier. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das Video jetzt schon 8 Mal die Woche irgendwie aufgenommen. Mal habe ich einfach nur kompletten Quatsch erzählt, dann habe ich es mal einfach wieder wie immer so breit gehauen, dass keiner wusste, um was es überhaupt geht in dem Video. Und dieses Mal möchte ich das Ganze auch hochladen und ein bisschen fokussieren. Also erstens mal, worum geht's hier? Ich zeige euch, welche Arten es von Sondierung gibt, wie ihr damit Gold macht, auf was ihr vielleicht achten solltet, und dann kann ich nur noch viel Spaß wünschen und hoffen, dass ihr richtig viel Kohle damit macht. Also, fangen wir mal an mit den verschiedenen Arten des Sondierens. Wenn ihr den Beruf Juwelier habt, dann habt ihr im Berufe-Tab, das zeige ich euch gerade mal, hier einmal die Juwelierskunstfunktion und einmal die Sondieren-Funktion. Sondieren funktioniert ganz einfach. Ihr geht über einen, also ein Erz, und tut dann gleichzeitig 5 davon zerstören und zu einem Kristall oder in dem Fall zu einem Edelsteinsplitter machen. Und das ist die einfache Form. Und wenn ihr das jetzt ein paar Mal gemacht habt in Legion, dann kriegt ihr also vom Leysteinerz sondieren eine Spezialform. Das ist die Massensondierung für Leysteinerz. Hier haben wir es, Massensondierung, und die Massensondierung von Teufelsschiefer. Also das sind quasi nochmal Spezialsachen. Ihr seht, hier braucht man dann jeweils 20 Stück von dem Material. Man kriegt natürlich auch mehr Materialien raus am Ende. Also es macht schon Sinn, es ist gut. Der einzige Unterschied ist, und das möchte ich euch aber gleich zeigen, wenn ihr einzelne Items sondiert, dann seht ihr, welche Farbe als nächstes als Edelstein kommt. Und das kann interessant für euch werden, denn zwischen Leysteinerz und Teufelsschiefer, den zwei Materialien in Legion so far, gibt es große Unterschiede. Also, wo fangen wir an? Wir fangen erstmal an mit dem Makro. Ich versuche euch das Ganze hier mal zu zeigen. Das geht so nicht. Okay, ich schreibe es euch in die Beschreibung. Es heißt einfach slash use das Item, slash use sondieren, fertig. Heißt so auch wirklich, oder andersrum. Ich guck nochmal, nur zur Sicherheit. So. Slash use sondieren, slash use und dann Leysteinerz zum Beispiel. Ganz einfach, wenn man es richtig rum macht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns aber einfach mal an, was hier geht. Ich habe gerade die AHA-Preise abgefragt. Das heißt, wir haben hier einmal unser guter Teufelsschiefer. Davon haben wir 630 Stück, rechnen wir mal. 630 mal 65 gleich 40.950 Gold. Das sind nur das Teufelsschiefer wert, das ist sehr, sehr teuer. Und Leysteinerz haben wir 1470 Stück, rechnen wir. 1470 mal 21 aktuell sind 30.000, also ungefähr 70.000 Gold, was wir hier gerade haben. Und warum zeige ich euch das Ganze? Ich glaube nicht, dass wir heute wirklich Profit machen, weil die Preise echt hoch sind. Ich habe mir aber trotzdem gedacht, ich kaufe es, weil ich in den letzten Tagen wirklich von 1,8 Millionen auf 2,25 Millionen hoch bin, und es geht einfach nur weiter und es ist ziemlich krass, muss ich sagen. Also mir gefällt es mega. Wie gesagt, es ist ein bisschen Gambling mit dabei. Es kann sein, ihr macht teilweise mal keinen Gewinn. Es kann sein, ihr macht mega viel Gewinn. Aber ja, daran bin ich nicht schuld, daran seid ihr dann schuld oder euer Glück. Und man kann schon auf die Preise ein bisschen achten. 21 Gold für Leysteinerz ist viel, für meinen Server viel. Teufelsschiefer über 60 Gold, mittlerweile 65 Grad, gestern schon mal 70 fast gewesen. Sehr viel Gold, sehr viel, sehr viel. Das gefällt mir auch nicht. Also achtet darauf, dass ihr die entweder selbst farmt, günstig bekommt, oder halt so wie ich mit Risiko spielt. Wir sehen ja gleich, wie sich das verhält. Und was ich auch noch sagen wollte, es steht immer dabei, wie viel theoretisch das wert ist. Von Tradescamaster, wenn ihr das Addon habt, TSM 3, wirklich lohnt sich, ladet es euch runter, Leute, ist echt nice. Tradescamaster Info, 22,51 Gold ist der Sondierungswert, Leute. Okay, was habe ich gesagt? Ich kaufe für 21 Gold. Das heißt, in der Theorie müssen wir ein bisschen Gewinn machen, aber viel ist das nicht, ne? Und bei dem hier, 70 Gold Sondierungswert. Laut unserem Addon also, funktioniert alles. Jetzt müssen wir nur noch Glück haben. So, wir machen das Ganze jetzt mal, also für die Leute, die keinen Bock haben, sich das anzugucken, spult einfach vor.
bis ihr merkt, dass ich wieder sinnvolles Zeug erzähle. Aber hierbei gibt es jetzt natürlich auch einen Trick. Und zwar, ich fange jetzt mit dem Leysteinerz an zu sondieren, bis ich einen grünen Edelsteinsplitter sehe. Das heißt, ich sondiere einzeln, obwohl ich ja Massensondierung habe, bis ich einen dieser grünen Edelsteine sehe. Warum die grünen? Das ist der Pandemonit, der ist bei mir am meisten wert. Und dann mache ich mit dem Teufelsschiefer weiter. Warum nehme ich das Teufelsschiefer und nicht, also vielleicht nicht die ganze Zeit oder so? Weil Teufelsschiefer hat die Chance halt, dass es richtig brockt und dass man zum Beispiel fünf Edelsteine auf einmal drin haben kann von blauer Wertigkeit. Und das wäre natürlich für uns, boom, da wäre so viel Gold gewonnen, da würde man uns richtig freuen. Und dass ich dem quasi entgegenkommen kann, versuche ich wirklich meinen Teufelsschiefer gut einzusetzen. Am Ende mache ich eh wieder das Gegenteil, aber ihr werdet sehen, auf was ich raus will. So, die gelben, die sind eigentlich schon mal nice. Da könnte ich fast einen Teufelsschiefer drauf verwetten. Aber machen wir jetzt nicht. Mal jetzt mal eine weiter in der Hoffnung für Grün. Orange ist gar nichts wert bei uns. Blau ist nichts wert bei uns. Also von den Farben, nicht von der Wertigkeit. Eigentlich ist nur Grün was wert. Gelb ist okay. Rest ist gerade schlecht. Ist so ein kleiner Aha-Kollaps, der gerade vollzogen wird. Und da weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Da müssen wir einfach schauen. Oh, da war unser grüner Stein, aber es kam ja direkt ein Chaos-Spinel mit raus. Das heißt also, unsere Chance war da vergeben. Das heißt, ich mache weiter mit Leysteinerz. Kriegen natürlich die Blauen. So eine Pestbeule. Komm schon. Also wir haben noch kein. So de facto haben wir hier jetzt wahrscheinlich gerade so 600 oder. Nee. 400 Gold liegen. Das ist schon peinlich. So, wie man sein Gold zerstören kann, Leute, gell? Bing, wieder 100 Gold weg. Bing, wieder 100 Gold weg. Also da braucht man starke Nerven und auch das nötige Kapital. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Macht das Ganze nicht, wenn ihr 10.000 Gold auf eurem Char habt, sondern macht das, wenn ihr so wie ich, sagen wir mal, das, was ihr benötigt, locker habt und dann noch ein bisschen mehr machen könnt. Oh, jetzt haben wir einen. Jetzt drückt man die Daumen. Oh, shit. Ja! Ja! So, jetzt sind wir auf jeden Fall gerade aktuell im Plus. Jetzt muss das Ganze weitergehen. Wir haben vier Pandemoniten. Wuhu! Oh, yeah. Das habe ich gebraucht. Ich habe letztens hab ich 2000 Erze sondiert und hatte so viel Pech, Leute. So viel Pech. Das war nicht mehr schön. Ja. Ja, und es sieht doch auch schön aus dann hier auf das Gold. Aber wir haben immer noch keinen anderen, ja? Also, so toll prockt's heute anscheinend doch nicht. Nur halt, ja, der Richtige ist geprockt, sagen wir so. Eigentlich kann ich mich freuen. Das Problem auch an dem Grünen ist, also an der grünen Aussehen, nicht Wertigkeit, ist, sie kommen sehr selten vor. Und ihr seht ja, gefühlt kommen alle anderen doppelt so oft vor. Und wenn wir dann endlich den grünen haben und dann kommt auch noch ein grüne Wertigkeitsteil raus, so wie hier dieser Chaos-Spinel, dann regt man sich natürlich, jetzt gerade wieder, dann regt man sich natürlich auf und denkt sich, oh Mann, machen wir wieder einen Teufelsschiefer, einfach just for the lulz. Könnte ja was werden. Klasse. Wurde nichts. Lol, einen grünen und direkt hier, ein Pandemonium mit Leysteinerz übrigens, Leute. Ich habe ja jetzt gerade nichts bekommen durch den einen. Durch das Teufelsschiefer. Krass. Ja, Lucky, ich sag ja, man muss einfach Glück haben. Letztens habe ich mich in den Arsch gebissen. Da ist so Pech. Und deswegen, ihr solltet auch, also natürlich immer eurem Gold angepasst und eurem Server. Ihr könnt nicht auf einem kleinen Server kurz 100.000 Gold, Pandemoniten oder so verkaufen, aber das müsst ihr wissen selbst.
Aber was lustig ist, ihr solltet auf jeden Fall so viel wie ihr entbehren könnt einkaufen, weil wenn ihr das Ganze nur mit 200 Erzen macht und in dem Fall braucht gar nichts. Also ich habe angefangen hier den Testlauf zu machen, den schlechtesten Stein hier. Ich habe den Testlauf mal angefangen und hat mir 200 Leichtsteinerz geholt und dachte so, ja, okay, komm, probierst es mal. Das war schon ganz am Anfang vom Addon, habe ich das Ganze gestartet, wie immer, aber ja. Und ich sondierte diese 200 Dinger und es kam nicht mal ein Stein raus. Es kam nur Edelsteinsplitter raus. Und die waren da am Anfang ungefähr so viel wert wie, ja, Erde. Es ging einfach gar nichts. Und da bin ich so ausgerastet. Jetzt haben wir wieder ein Grün, Leute. Jetzt Daumen drücken, Daumen drücken. Nein. Schade. Okay, kein Stack gefunden. Lass mal weiter. Ich sage ja, das Ganze kann für den einen oder anderen langweilig sein. Ich finde es ganz ehrlich eigentlich spannend, muss ich sagen. Ich denke mir jedes Mal so, oh shit, was kann da rauskommen und so. Ha, vielleicht kriege ich wieder ordentlich Kohle. Aber ja, für den anderen ist es vielleicht eher langweilig. Der macht vielleicht die Massensondierung. Die zeige ich auch gleich nochmal. Und naja, man hat es dann halt nicht ganz so in der Kontrolle, was man kriegt. Aber man kann es schon ein bisschen sich aussuchen. Oh, wir haben wieder Teufelsschiefer und. Nein! Ja, ihr seht, jetzt schon zum dritten Mal oder was? Zum vierten Mal haben wir nichts bekommen. Aber oh, dafür fünf Stück. Und das ist echt super. Besser als alle anderen Steine. Wir haben noch 900 von den Dingern. Ich hätte, glaube ich, meine Erze einfach wieder im AHA verkaufen sollen. Das wäre die lukrativste Methode, Leute. So, der Moment ist gekommen, ich habe keine Lust mehr auf diese Methode. Und jetzt sagen wir mal, wir machen Massensondierung. Und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und go! Auge der Prophezeiung haben wir eins bekommen. Das ist der orangene blaue. Oha. Und sonst einfach mal ganz schön gar nichts. Morgenlicht, Mahlsturmsplitter. Okay. Finde ich nicht lukrativ, muss ich ehrlich sagen. Lasse ich jetzt auch. Jetzt machen wir die letzten 29 machen wir als Teufelsschiefer. Hauen wir einfach rein. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Gold daraus. Wir haben jetzt im Moment, ich kann euch das ja mal kurz hochrechnen, 34.000 Gold plus 2.000 Gold sind 36.000 Gold. Ja. Rechnen wir einfach mal mit 38.000 Gold. 40.000 Gold. Wir haben 40.000 Gold. Wir haben die Hälfte ungefähr noch übrig. Ist okay. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir auf diese 70.000 Gold für alles kommen. Ich glaube, das Leichtsteinerz mache ich nicht mehr fertig. Es lohnt sich einfach nicht in Massensortierung. Wow, Auge der Prophezeiung 5, Wutstein 3, Wutstein 5, Leck. Das war lucky. Jetzt kommen nur noch Grüne. Oh je. Das gibt's doch nicht. Malstrom Saphir 3, aua. Das ist schon fertig. Okay. Was haben wir bekommen? Das war schon mies, Leute. Wutstein ist bei 1400 Gold. Das heißt, damit haben wir allein 11.000 Gold gemacht. Der ist immer noch bei 2. Das sind 13.000 Gold. Dann haben wir hier 15, ne? Haben wir ja gesagt. Haben wir hier durch das. Okay. Haben wir jetzt 17.
1,50. Also es ist knapp. Ihr seht, es ist knapp. Und es ist wirklich lackabhängig. Und das ist eigentlich auch genau perfekt fürs Video, was ich euch zeigen wollte. Hier unten haben wir nochmal Auge der Prophezeiung für 5K, sehe ich übrigens. Das ist irgendwie unten geblieben. Hatte keinen Bock. Das ist das, worüber ich mit euch sprechen wollte, was ich euch zeigen wollte. Das Ganze funktioniert. Ich kann es euch wirklich sagen. Ich habe sehr viel Gold damit gemacht. Wichtigster Punkt ist A. Schaut, dass der Preis für euch stimmt. B. Farmt selber, okay, das gehört zu A. B, macht nicht zu kleine Examples von dem Zeug, also nicht nur 200 Erze sondieren. Und C, ihr habt da ja gesehen, diese Methode mit dem Leysteinerz und mit dem Teufelsschiefer gemixt, dass man immer Leysteinerz nimmt, bis man die kriegt, die man will, als Farbe und dann Teufelsschiefer einzeln nutzt, die lohnt sich richtig. Also mein Tipp. Probiert das aus, versucht selber mal, zeigt mir, wie viel Gold ihr gemacht habt. Vielleicht gibt es ja schon wieder einige in YouTube hier in den Kommentaren, die das Ganze schon getestet haben und uns sagen können, wie viel Gold habt ihr gemacht, wie hat sich's für euch gelohnt. Ich finde es eine nice Methode, Leute, ganz ehrlich. Ich habe umgerechnet in einer Stunde Arbeit 400.000 Gold gemacht mit dem Scheiß. Also nicht an einem Tag in einer Stunde, sondern über eine Woche weg insgesamt eine Stunde eingeloggt. Das waren immer nur so 5-Minuten-Sessions oder so. Und so viel Gold zu machen in der kurzen Zeit, ohne irgendeinen Skill zu beweisen, einfach nur ein Knöpfchen drücken über ein Makro, mehr braucht man doch gar nicht. Also, ja, perfekt, oder? Also, probiert's aus, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn euch das Video gefallen hat oder die Information, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr mich noch nicht kanntet, einfach ein Abo da lassen. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ums Gold geht. Haut rein, ciao!